Das hier ist nicht mein neues Lichtschwert, sondern die neue Logitech Lytra Beam, eine LED-Lichtleiste für euren Stream, eure Videoaufnahmen oder auch einfach für euren Schreibtisch. Hallo, seid gegrüßt, ich bin der Uwe und heute gibt es ein neues Video für das Gaming-Magazin Play Experience und diesmal geht es, wie gesagt, um diese Leuchte, die Logitech Lytra Beam, eine Videoleuchte, ein LED-Licht, eine Lichtleiste, die ihr an eurem Schreibtisch oder eurem Gaming-Setup befestigen könnt und dann zum Streamen oder zum Videoaufnehmen benutzen könnt oder vielleicht eben auch einfach nur als Leuchte für euren Schreibtisch. Und dieses Teil möchte ich euch heute vorstellen. Unter anderem möchte ich natürlich erstmal über Verarbeitung, Lieferumfang und natürlich auch über die Bedienung sprechen. Und dann sage ich euch natürlich auch noch, was ich davon halte, ob die überhaupt genug Licht macht und überhaupt. Die Lytra Beam ist nämlich die große Schwester vom Lytra Glow. Den habe ich auch schon mal vorgestellt, diesen kleinen LED-Spot, der auch hier mit so einem Diffusor kommt und der ganz praktisch an eurem oder auf eurem Monitor zu befestigen ist. Oh, macht ganz schön Licht das Teil hier. Hallo. die Lytra Beam ist eben einfach das große Gerät, mit dem man etwas mehr Licht bzw. anders Licht erzeugen könnt. Und ihr seht schon, ihr habt hier so einen praktischen Arm und einen Fuß dabei. Und es gibt natürlich auch noch ein 2 Meter langes Kabel, das man dann hier variabel einsetzen kann. Und kommen wir erstmal zu Verarbeitung und Design. Also Design grundsätzlich erstmal natürlich angelehnt an die Logitech Creator Linie, die halt für Content-Schaffende ins Leben gerufen wurde und hier mit schönen weichen Kanten und einem grauen Gehäuse. Alles Kunststoff, allerdings sehr hoch verarbeitet. Ich finde wirklich hochwertiger Kunststoff, fässt sich sehr gut an. Die Haptik ist wirklich gut und auch so von den Verarbeitungsmerkmalen ist das nicht irgendwie billig oder sehr simpel gehalten wie bei manchen anderen Produkt aus China, sag ich mal. Denn ich sag mal, die meisten technischen Produkte, die wir benutzen, werden sowieso alle in China produziert. Auch dieses Gerät. Allerdings wirklich ein sehr, sehr schöner Kunststoff. Die Lampe lässt sich natürlich auch einzeln benutzen. Ihr habt hier erstmal dieses graue Gehäuse. Dann habt ihr hier vorne den Diffusor. Da sind auch kleine Linsen drin, um einfach das Licht besser zu bündeln oder zu projizieren. Und dann habt ihr natürlich auf der Rückseite eure Bedienelemente. Und schön ist natürlich, es gibt insgesamt 3 Ankerpunkte für die Halterung oder auch jede andere Halterung mit einem 1/4 Zoll Gewinde. Also typische Stativgewinde. Ihr könnt also die Lampe auch an eurem Standfuß hier befestigen, wie ihr möchtet. Also das klassische I, dann hier dieses T könnt ihr auch machen. Und ihr könnt die Lampe natürlich, wie ihr eben auch schon gesehen habt, in so einer L-Form dann benutzen. Außerdem ist der Standfuß ausfahrbar, was ich sehr praktisch finde. Das Einzige, was mir daran nicht wirklich gut gefällt, ist die Kabelführung. Die ist natürlich jetzt nicht unpraktisch hier hinten mit diesen Kabelklemmen, aber wenn ihr euch vorstellt, dass ihr das Kabel dann hier immer reinklemmen müsst, dann ist das ein bisschen nervig. Ich würde es schöner finden, wenn das Kabel in dem Standfuß verbaut wäre oder es, ja, ich sag mal, dadurch, dass ihr das Gerät aufschraubt, dann schon ein Kontakt entsteht. Ich weiß nicht, wie kompliziert das zu machen ist, aber ich würde es einfach besser finden. Das Problem ist nämlich auch, wenn ihr jetzt den Standfuß wieder einschiebt, dann ist das Kabel halt nicht gespannt und ihr müsst es dann immer wieder neu spannen. Wenn ihr jetzt aber den Standfuß wieder rauszieht, ne, dann ist das Kabel vielleicht zu kurz und also das funktioniert meiner Meinung nach nicht so gut. Da man aber ja meistens eigentlich seine Lampen oder sein Lichtsetup fest einstellt und dann auch nicht wirklich ändert, ist das jetzt, ich sag mal, Jammern auf hohem Niveau. Ja, wenn ihr die Lampe fest irgendwo installiert, auf eurem Monitor, hinter eurem Monitor oder auch an der Wandhalterung, wie auch immer ihr euer Streaming oder Video Game Setup
aufbaut, dann ist das nicht so ein Problem. Der Standfuß ist auch aus Kunststoff, allerdings ist hier offensichtlich eine Metallplatte drin, denn der hat schon einiges an Gewicht und ja, die Lampe steht auch recht stabil. Wenn sie jetzt ganz ausgefahren ist, dann seht ihr, wackelt sie ein bisschen, aber wenn sie, ich sag mal so, mittlere Höhe, dann ist das schon sehr stabil. Ihr könnt natürlich auch diesen Standfuß oder jedes andere Stativ verwenden. Die Montage des Standfußes ist aber ziemlich simpel. Ihr habt hier unten so eine Art Flügelschraube und natürlich ist dann hier oben ein Gewinde. Ihr setzt einfach den Arm da drauf, dreht die Flügelschraube fest und dann ist das schon erledigt. Und wie gesagt, die Lampe lässt sich auch sehr einfach hier montieren und befestigen. Also ziemlich simpel, wie ich finde, kann man eigentlich nichts falsch machen. Und die Bedienungsanleitung, ja, die gibt's eigentlich auch nicht. Also die Bedienungsanleitung ist eigentlich nur, wie soll ich sagen, aufgemalt. Hier, in der Verpackung ist alles ganz genau beschrieben. Super simpel, super einfach, kann ein Kleinkind. An der Lampe gibt's natürlich verschiedene Bedienelemente. Ihr könnt nämlich nicht nur die Lichtstärke oder Lichthelligkeit einstellen, sondern auch die Lichttemperatur. Man sagt es Temperatur, ihr müsst jetzt keine Angst haben, dass ihr euch an der Lampe verbrennen könnt. Aber ihr habt hier Lichttemperatureinstellungen in verschiedenen Stufen, 5 Stufen insgesamt. Auch Helligkeitsstufen sind es insgesamt 5. Und natürlich habt ihr einen Schalter, mit dem ihr die Lampe an- und ausschalten könnt. Außerdem gibt es hier oben noch so eine ganz, ganz kleine Taste. Zu der komme ich aber gleich noch. Wenn ihr die Lampe anschaltet, dann könnt ihr hier an diesen Tasten die verschiedenen Helligkeiten regeln und ihr seht schon, das ist schon echt Lichtschwert-Style hier. Und natürlich die Lichttemperaturen. Einmal ganz warmes Licht. Ich weiß nicht, ob man das jetzt im Video sieht. In meinem Gesicht sieht man es auf alle Fälle, wenn ich ein bisschen aufdrehe. So, ja, habt ihr ein sehr warmes Licht, also eher einen gelblichen Ton oder einen, ja, so beigen Farbton. Und ihr könnt natürlich auch kaltes Licht nehmen. Dann ist es eher so ein Kaltlicht-Blauton. Der Farbtemperaturbereich, der reicht hier von 2700 Kelvin bis 6500 Kelvin. Und die maximale Ausgangsleistung sind maximal 400 Lumen. Aber ich finde, das reicht absolut aus. Also als Videolicht kann man wirklich sagen, macht das Ding schon eine Menge Licht. Und ich sag mal so, wenn ihr 2 davon habt, dann kann man echt schön mit Licht spielen, ne? Wie ihr seht, man kann da schon einiges machen. No? So, wo wir schon gerade bei der Technik sind, habe ich gesehen, der Color Rendering Index, der liegt bei 93 CRI. Das bedeutet, dass dieses Licht sehr nah an natürliches Licht herankommt. Außerdem wirbt Logitech mit der TrueSoft Lichttechnologie. Das bedeutet, dass hier einfach die Kombination aus Linsen und Diffusor so gewählt ist, dass es halt immer ein schön weiches Licht ist, also keine zu harten Schatten wirft. Und ich denke, das ist auch ideal für Videobeleuchtung, gerade im Bereich Streaming und so ähnlichen Dingen, wie, ich sag mal, wenn jemand so Videos macht, ne? Wenn ihr jetzt keinen Bock habt, ständig an der Lampe rumzudrücken, um irgendwas einzustellen, dann könnt ihr das natürlich auch mit der G-Hub-Software machen. Und dafür müsst ihr noch nicht mal die Lampe mit eurem Computer verbinden. Denn wenn ihr zum Beispiel zu viele USB-Ports belegt habt, dann reicht die Stromstärke nicht mehr aus, um die Lampe bei voller Leistung zu benutzen. Das ist ein bisschen schade, wusste ich auch nicht wirklich, aber offensichtlich benutze ich einfach zu viele USB-Ports. Kein Wunder bei dem ganzen Kram, den ich hier angeschlossen habe. Nun ja. Ist aber kein Problem, denn ihr könnt diese Lampe auch mit einem externen Netzteil, zum Beispiel von eurem Smartphone, betreiben. Und dann ist natürlich die Frage, wie verbinde ich denn jetzt, wie schalte ich das denn jetzt und wie mache ich das überhaupt mit der G-Hub-Software? Das ist kein Problem, denn dazu ist diese ganz kleine Taste zuständig, denn die ist für die Bluetooth-Verbindung mit eurem Computer. Schade aber eigentlich, dass das nicht auch mit dem Smartphone geht. Ich hatte es erst in den Test reingeschrieben, weil ich die G-Hub-Software auch auf meinem Smartphone habe. Da kann ich aber nur Headsets hinzufügen von Astro und nicht diese Lampe. Und das ist schade. Logitech, was ist da los? Warum kann ich diese Lampe nicht mit meinem Smartphone steuern? Das geht bei Produkten von der Konkurrenz jedenfalls auch, so viel ich weiß. Also da müsst ihr noch nachbessern.
Das wäre wirklich ein Feature. Denn dann ist die Lampe auch extern benutzbar. Ihr könntet zum Beispiel draußen Videoaufnahmen machen und eine Powerbank benutzen, um damit Licht zu erzeugen. Und das wäre dann natürlich cool, wenn du das einfach mit dem Smartphone steuerst. Natürlich könnt ihr auch die Tasten benutzen, aber ja, warum nicht auch mit dem Smartphone? Ne? Oder wenn ich mal schnell irgendwie und überhaupt. Ihr wisst, was ich meine. Ihr könnt also mit der G-Hub-Software diese Lampe steuern, könnt die Lichttemperatur oder Lichtfarbe einstellen und auch natürlich die Helligkeit sogar stufenlos wählen. Und ihr könnt auch spezielle Tasten festlegen, zum Beispiel bei eurem Stream Deck oder mit den neuen Tastaturen von Logitech, mit den G-Tasten ist das auch möglich oder über die Maus. Ihr könnt also auch ja diese Lampe extern steuern oder ansteuern. Und es ist natürlich auch möglich, der Lampe zum Beispiel zu sagen, dass sie sich anschalten soll, wenn die Webcam angeschaltet wird. Schön ist auch, ihr habt dann ein Webcam-Probebild in der Software. Da könnt ihr dann sehen, wie wirkt sich das Licht denn jetzt überhaupt genau auf mein Videobild aus. Das ist wirklich sehr praktisch gemacht. Grundsätzlich kann ich also zu der Lampe erstmal sagen, es ist ein sehr gut verarbeitetes Gerät. Ich finde, das Design ist zeitlos und schön. Und es folgt eben einfach der Designsprache dieser Logi Produkte aus diesem Content Creator Programm, was ich wirklich gut finde. Die Lampe ist gut verarbeitet, sie ist praktisch einsetzbar, ihr könnt sie variabel benutzen, was wirklich schön ist. Außerdem könnt ihr natürlich auch einfach die Lampe woanders benutzen, wenn ihr zum Beispiel draußen Videoaufnahmen macht oder im Keller einen Horrorfilm dreht, dann ist das auch möglich, damit einfach ein bisschen Licht zu erzeugen und man kann einfach mit dem Licht gut arbeiten, weil sie so variabel ist. Das ist erstmal schön. Was nicht so toll ist, ist wie gesagt diese externe Kabelführung. Da hätte ich mir gewünscht, dass es irgendwas Besseres gibt. Vielleicht auch einfach das Kabel im Standfuß irgendwie verlegen. Das wäre eine schöne Sache gewesen. Aber man kann halt nicht alles haben. Der Aufbau ist simpel, das Anschließen ist simpel und auch die Bedienung ist wirklich gut. Und hier bekommt ihr wirklich ein gutes Videolicht. Aktuell habe ich sie gesehen, gibt es sie für knapp 100 Euro und ich finde, der Preis ist absolut in Ordnung. Ich freue mich auch, dass es endlich mal Produkte von einem anderen Hersteller gibt und nicht nur von Elgato, die so ein bisschen den Markt dominiert haben. Und ich hoffe, da wird es auch noch mehr Produkte von anderen Herstellern geben. Und ich muss auch dazu sagen, dass ich die Elgato Lichtprodukte massiv überteuert finde. Aber das ist eben auch nur meine persönliche Meinung. Das war's eigentlich von mir. Wenn ihr noch Fragen zu der Lampe habt, dann stellt sie mir gerne unter dem Video in den Kommentarbereich. Es gibt natürlich auch wieder einen umfangreichen Testbericht bei Play Experience. Und ja, ansonsten würde ich mich über ein Like und einen Daumen und einfach einen Kommentar oder was auch immer freuen, wenn ihr ein bisschen an meinem Video teilhabt. Das war's von mir. Ich sag danke fürs Zuschauen. Ich bin raus. Tschüss. Bis dann. Mal, heute brauche ich aber eine Schreibtischlampe. So, hier. So. Nee? Schön.